Der VfL wird beginnen. Anwurf. Starke Abwehr von einer Nicholson gegen wieder Bandlow und der Ballgewinn. Ja, lieber wegbleiben dann. Ja. Ja. Macht er sicher, der Jan-Erik Speckmann. 3:1. Spiel auf Außen. Oh. Ein schöner Kämpfer. Ja, also. Super abgeschlossen. Deutsche Patze zum 4:2. Innerlich dachte ich mir, aus in Überzahl den Winkel zu nehmen. Da hat Selbstvertrauen der Junge, aber. Er hat einen Plan, ja. Ja, da war ein anderer Plan dahinter. Ja. Jörg Embieter tritt er an. Ja. Macht er sehr gut. Der soll in die Ecke rein. Finn Wohlweber. Trotz Fußverletzung. 7:11. Pass auf Moritz Klenk. Sehr schön abgeschlossen. Ja, die Überzahl sehr schön auf Außen ausgespielt. Steht sehr lange in der Luft, der Moritz. Ein Pass. Nicht, dass da irgendjemand reingelaufen kommt auf Außen. Oh, oh. Wieder nur ein Pass. Oh! Megator. Eine wirklich spannende Partie. VfL Lübeck, Schwartau war schon mit 5 oder 6 Toren in Front. Der TVG hat es dann eine tolle Aufholjagd egalisiert. Und am Ende gab es noch ein 15:14 Halbzeit. Treffer für den VfL Schüler Lübeck-Schwartau. Ja, 18:18. Individuell eben der Abschluss. Ja, jetzt hast du ihn gelobt, das ist ein Fehlwurf. Oh, gute Parade von Petros Mogovinas. Ah, pass auf. Oh. Dann dreht er ihn rein, der Görke Mietze. Und da ist er, der Petros Mogovinas. Steigt er hoch. Ja, Petros liegt heute auf Verantwortung da. Jan-Steffen Minerva. Boah, oh. Er hat gepasst. Mario Stark zum 24:21. Stefan Seiger schraubt sich hoch und hilft für die Führung. 26:25. Schöner Foul angezeigt. Und der Pass von Petros. Trifft er das leere Tor. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was er entscheidet. Also. Ja, Mohr arbeitet schon sehr stark gegen Kreisläufer. Schiebt ihn dann in die Gegenspieler rein. Ja, Yannick Schrader. Tritt an. Ja. Und übers Tor. Ja, ja, ja. Richtig. Ja. Glück auf Seite des TVG. Wird jetzt nicht mehr passieren, genau. Ja. Stark, ja. Nach der Anfangsphase. Ja. Entsprechend die Freude groß. Gerade nach dem Spiel auch in Dresden. Die erste Halbzeit, die nicht ganz gut gepasst hat. Ja. Wir haben darüber gesprochen, kommt ganz, ganz schlecht in die Spieler hinein. Sind teilweise mit 5-6 Toren im Rückstand. Drehendes Training zur Halbzeit und die zweite Halbzeit war wirklich, so wie wir TVG kennen, sehr stabil, auf alles immer gut, eine gute Antwort und wir haben dann auch verdient gewonnen, weil in der zweiten Halbzeit einfach das Momentum besser als der VfL Lübeck-Schwartau. Genau, auch besser in die Zweikämpfe gekommen,
gegen die offensive Abwehr. Das hat in der ersten Halbzeit wirklich noch nicht sehr gut geklappt. Ja.